ein PvP-Kollege wurde gebannt. Heute quatschen wir mal ein wenig. Eventuell erreichen wir Experte. Das möchte ich mal wagen, weil ich habe leider kein großartiges Team für euch oder so. Und ja, die Rede ist von Blondbart, aka Blondbart zockt. Der hat auf Deutsch auch PvP-Videos gemacht. Und der wurde nun gebannt für einen Monat, für 30 Tage. Und anscheinend hat er so ein bisschen geschrieben, weil er so den einen oder anderen Pokestop, der vielleicht nicht komplett korrekt oder irgendwie so da war. Immerhin gibt er das ehrlich zu. Es gibt ja auch leider sehr viele Leute, wo das wirklich eher fälschlicherweise ist oder einfach, weil die sich nicht tausendprozentig an alle Regeln gehalten haben oder einfach versehentlich auch nicht an alle Regeln gehalten haben. Und natürlich könnte er nach dem Monat, nach den 30 Tagen weiterspielen. Aber ja, sowas kann einem schon auch einen ordentlichen Dämpfer geben, so wie diese Ladeattacke dem Stalobor. Ey, wirklich, Stalobor eigentlich so genial, aber heieieiei. Das tut mir wirklich leid für dich. Ich werde nicht schilden, denn ich muss offenbar nicht schilden. So. Naja. Und na, ich habe überlegt, so. Autsch. Ich habe überlegt, wenn man gebannt wird. Ich meine, in Pokémon Go, na klar, man verpasst irgendwie das eine oder andere Event. Aber ich habe ein anderes Spiel, Shakes and Fidget. Kennen bestimmt nicht viele, die hier schauen. Aber da hat man jeden Tag immer so und so viel, was man machen kann. In Pokémon Go kann man unendlich Pokémon fangen, aber dort kann man nur so und so viele Abenteuer bewältigen und dann auch so und so viele Erfahrungspunkte sammeln. Und wenn man mal einen Tag verpasst, dann hat man einen Rückstand, den man nicht mehr wirklich so aufholen kann, wenn die anderen Leute wirklich fleißig dabei sind. Hier kann ich einen Monat oder ein Jahr Pause machen und dann bei einem EP-Event richtig reinballern und alle überholen, so in der Art. Von daher, ich habe überlegt, wenn man, ich war ja auch mal gebannt. Na, wenn man gebannt ist und sich nicht einloggen kann, was verpasst man? Auf jeden Fall mal die Fangserien. Fangserie, Pokestop-Serie, Routenserie gibt es ja mittlerweile auch. Das hätten wir mal dann 4, 5, 6 und 7. Dann hätten wir natürlich die Events, die aktuell laufen. Die bekommt man nicht mit. Dann in der Go-Kampfliga. Da kann man ja auch nur so und so viele Kämpfe am Tag machen. Boah, die drückt ja gar nicht. Da hätte ich nochmal, also weil die nicht gedrückt hat, ich hätte dann nochmal eine Ladeattacke geschafft. Na gut. Die PvP-Kämpfe, wenn man da wirklich jeden Tag alle machen möchte, wenn man gebannt ist, dann verpasst man die garantiert. Und es gibt auf jeden Fall ein paar Leute, glaube ich, die da stabil immer alle Kämpfe machen und machen wollen. Und auch ein bisschen wäre so die Gefahr, will ich nicht sagen, das hört sich doof an, aber wenn man dann bemerkt, okay, Moment mal, ich habe nun einen Monat lang ohne Pokémon Go überlebt. Eigentlich brauche ich Pokémon Go gar nicht. So, wenn einem dann irgendwie die Erkenntnis kommt. Und dann hört man aus dem Grund auf. Aber ja, eigentlich, wenn man, ich habe so drüber nachgedacht. Und wirklich viele Dinge, die man so verpassen würde. Klar, die Raid-Bosse, die aktuell da sind. Und dies und das. Und in der Hinsicht für PvP, dann eventuell auch Legende. Oder wenn man Legende erreichen möchte und wollte. Einen Monat nun genau im letzten Monat von der Season. Das ist natürlich wirklich ungünstiges Timing. Also komplett ungünstiges Timing. Das würde man dann dementsprechend auch verpassen, ja. Das ist schon bitter. Ich meine, wenn man sich
so ein bisschen eingesteht, okay, ich habe da vielleicht Dinge gemacht bei den Pokestops, aber es ist ja nach wie vor noch immer eine völlig andere App eigentlich. Und klar, dann soll man für immer und ewig von Wayfarer verbannt werden, aber in Pokémon Go, na, schwierig. Schwierig, schwierig, weil spinnen wir das mal ein bisschen weiter eventuell. Angenommen, Niantic kauft irgendein anderes Spiel noch oder so. Irgendeine Spielefirma, die haben ein Spiel und das habt ihr auch gespielt. Und dort habt ihr geschummelt. Und dort wart ihr gebannt. Und dann hat Niantic dieses Spiel und auf einmal seid ihr auch in Pokémon Go gebannt, weil ihr ja in dem völlig anderen Spiel gebannt wurdet. Oder, anderes Beispiel. Eigentlich, das würde, ja, mal eine Frage. Wenn ihr in Pokémon Go geschummelt habt und da gebannt werdet, solltet ihr dann auch in Ingress und in Harry Potter, ach, haben wir nicht mehr in Transformer, haben wir nicht mehr in NBA, ach, auch schon offline, in Siedler von Katar, ach, gibt's auch nicht mehr. In irgendeinem anderen von den Niantic-Spielen solltet ihr dann auch gebannt werden, wenn ihr in Pokémon Go gebannt werdet? Ja, das ist natürlich schon heftig. Auf jeden Fall, wenn man in Wayfarer gebannt wird, dann in allen Niantic-Spielen, glaube ich. Nicht nur in Pokémon Go, aber natürlich, wir reden eigentlich nur von Pokémon Go, weil welche anderen Spiele hat Niantic noch, die wirklich erfolgreich sind? In Ingress wird einfach nur verwendet, dass die armen Leute da irgendwie ausgebeutet werden und schön ihre Portale einreichen. Eieiei. Niantic, Niantic, Niantic. Na gut, so, den machen wir. Und dann hauen wir ab. Und das gibt natürlich, wie schon gesagt, einen ordentlichen Dämpfer. Einen kompletten Monat lang. Das kann schon echt lang sein. Vielleicht fängt man in der Zwischenzeit irgendwie andere Spiele an. Na und dann, ja. Boah, der hat aber heftig getimed. Ich glaube, ich schilde. Nein, ich, oder schilde. Habe ich nur, ich habe doch noch geschildert, aber ich habe den Schild dann gar nicht mehr gesehen. Ah, weiß ich gerade nicht. Irgendwie hatte ich Bock auf den Schild. Okay, er schildert auch. Uff, nun bekommt er guten Farm. Nun bekommt er wirklich sehr guten Farm. Ah, ich bereue den Schild gerade, glaube ich. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich den bereue oder nicht. Ich drücke nicht. Hm, aber das wäre kein Gleichstand gewesen, aber irgendwie bei den Einser-Moves? Keine Ahnung. Also, Eisenschee. Oh. Ich habe gar nicht mehr so viele KP, wie ich dachte. Okay, wieder schauen und reingehauen. Ich wollte mir Back-to-Back bunkern. Das ist wirklich komplett in die Hose gegangen. Leider. Und ich meine, ich vermute mal, man weiß ja mittlerweile schon ein bisschen länger, dass Niantic von Wayfarer auch Pokémon Go bannt. Ich vermute mal, das waren irgendwelche Kamellen aus der Vergangenheit. Aber Niantic hat auch gesagt, das geht komplett rückwirkend. Monate, wenn nicht sogar noch länger. Na und da war noch nicht bekannt, dass Niantic von Wayfarer auch für Pokémon Go bannen wird. Da finde ich aber auch wild eigentlich. Die Änderung macht man danach. Und ja, sagt er noch danach, naja, wir haben euch alles durchgehen lassen. Aber nun sind wir da strenger bei den Regeln, weil man hätte ihn ja auch schon vorher 30 Tage lang für Wayfarer in Wayfarer bannen können. Aber nun macht Niantic die Änderung und dann sagen sie, ja, wir sind nun strenger und bannen euch rückwirkend für die Dinge von damals, wo wir eigentlich noch sehr lasch waren, auch in Pokémon Go. Viel Spaß. Ihr spielt jeden Tag, ihr habt hunderte Euro ausgegeben, egal. Ich meine, ja, sollte auch egal sein, wenn man gegen die Regeln verstößt, dann ist es nun mal so, aber na, oft ist es eben auch, oder manchmal ist es eben auch ein Fehler. Na, oder eben, na, weil man, boah, wieso haben alle Donner? Wieso haben mittlerweile alle, wo sind die Draco-Meteor, die Alga? Die Matchups laufen normalerweise nie so, weil alle Draco-Meteor haben.
Was ist denn los mit euch? Was ist denn wirklich los mit euch? Ja, aber finde ich schon heftig irgendwie so, dass es so lange danach nun noch passiert. Ach du meine Güte. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich bring nur eine Attacke raus, außer ich habe Niantic-Internet. Aber wir alle wissen, mit Niantic-Internet würde ich die garantiert rausbekommen. Aber ich kann es nicht riskieren. Ich kann es einfach nicht riskieren. Okay, dann reicht hier immerhin ein Feuerschlag. Okay. Wiederschauen und reingehauen. Ich meine, ich gebe vielleicht ein bisschen früh auf, aber machen wir noch ein Set. Na, und ich pushe ja nicht für Legende oder so. Aber Experte, wenn wir so kurz davor sind, könnten wir schon wagen. Wir haben ja noch einen kompletten Monat. Ich wollte Fun Cup spielen und da werden wir dann wagen. Na also, wenn das wirklich keine frischen Vergehen waren, dann, ja, dann ist die Welle noch lange nicht vorbei. Aber überhaupt noch nicht vorbei. Dann kommen dann auch weitere Wellen oder, ja. Der John schraubt die AI nach oben. Die erkennt dann mehr von euren falschen Stops, die ihr eingereicht habt oder andere Dinge. Na, oder Routen. Wegen Routen gebannt werden, das ist wirklich genial. Okay, er hat hier Best Buddy aktiv. Bedeutet, er gewinnt alle Gleichstände gegen mein Lugia. Bedeutet, Metagross und Psycho vorne, Psycho hinten. Heftige Kombi. Ich werde nicht Himmelsweger machen. Denn er wollte mit mir auf den Gleichstand gehen. Ha, denkst du wirklich, ich bin auf der Nudelsuppe? Ich bin nicht auf der Nudelsuppe. Das okay. Okay. Let's go. Wunderbar. Ne, Schild oder Switch. Und wir nehmen den Switch. Okay. Okay. Meine Drachenroute ist nicht angekommen, doch. Meine Drachenroute ist angekommen. Mhm. Joa, bitte kein Köder. Bitte kein Köder, Schmöder. Okay. Gut, gut, gut. Vielleicht hätte ich noch Energie ausgeben sollen. Boah. Boah, vielleicht hätte ich noch Energie ausgeben sollen. Hätte ich? Hätte ich oder Fahrradkette ich? Hätte, Fahrradkette. Ich habe drüben auf jeden Fall 100 Energie in etwa. Und ich mache den hier nochmal. Aber nun kann er runterfahren. Moment, ich verliere den Gleichstand, oder? Ich verliere den Gleichstand gegen Metagross, weil ich habe nicht Best Buddy aktiv. Ich verliere, glaube ich, den. Ah, okay. Nun sind wir safe. Nun sind wir auf jeden Fall safe. Sehr gut. So, ich mache eine Sofortattacke. Das war knapp. Das war wirklich knapp, aber Metagross vorne gegen Zacian. Kein Ding für ein King, kein Thema. Ja. Viscora. Keine Ahnung, wollte ich da noch irgendwas sagen? Na schon. Schon. Was mich eben überrascht, wirklich, dass Niantic noch immer nicht fertig ist damit. Mit den rückwirkenden Bans eventuell. Das finde ich eher überraschend. Also Leute, geht in Deckung, nehmt euch in Acht. Und vor allem, was sie damit vermutlich auch ein bisschen bezwecken wollen, dass alle Leute bemerken, ah okay, wow, wenn ich mich nicht wirklich tausendprozentig an die Regeln halte, dann werde ich auf jeden Fall gebannt in Pokémon Go. Und wenn ihr vielleicht noch ein paar härtere Vergehen gehabt hättet, dann sogar ein Permaban. Also ihr müsst wirklich aufpassen. Dann macht ihr Routen, macht dann einen Fehler, dann macht ihr bei Pokestops einen kleinen Fehler. Auf einmal ist euer Account weg.
obwohl ihr in Pokémon Go komplett normal spielt. Und dann gibt es Leute, die spoofen, die spielen in New York, obwohl sie da gar nicht sind. Da macht Niantic die Augen zu. Aber, wenn ihr bei AR irgendwas Falsches macht, uiuiuiui, untersteht euch. AR. Nächstes Jahr wird das Jahr von AR. Der John träumt noch immer. Er ist wirklich schnuffelig. Er träumt und träumt. Ich meine, ja, das wird passieren, aber nicht in Pokémon Go. Das juckt hier niemanden. Denn wir werden nicht mit einer Meta-Brille durch den Stadtpark laufen. Klar werden Leute mit diesen Brillen rumlaufen, aber nicht wir beim Pokémon Go spielen. Genau, die Leute haben Draco eigentlich. Das ist nämlich die Sache. Ich könnte mir nun 100 Energie holen mit dem Ding, aber ich habe keine Knuddler, wie wir alle bekanntermaßen wissen. Ich könnte hier Spielchen treiben, indem ich Stromstoß mache und dann glaubt der Gegner, Knuddler, Stromstoß, perfekt. Nein, keine Ahnung, aber ich glaube, ich werde dennoch, okay, ich werde dennoch Energie ausgeben, weil, weil einmal Abgrundsklinge nicht reicht und ich will, hätte doch schon gereicht, weil da waren ja die Attacken von Lugia drauf. Okay, das hätte ich dann nicht gemacht. Da konnte ich mich echt nicht mehr erinnern. Da konnte ich mich gerade wirklich nicht mehr erinnern. Das war doof. Die Energie hier hätte ich nicht ausgeben sollen. Die hätte ich echt nicht ausgeben sollen. Das war ultra doof. Da spiele ich gerade wirklich nicht schlau. Ne, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, aber die Leute haben schon Dinge nicht geschildert, wo man sich fragt, Hilfe? Von daher. Na gut, der aber nicht. Der ist nicht so einer. Der ist nicht so einer, aber na, da kann ich auch schon aufgeben. Also ich sag euch ja, hier muss man noch nicht. Muss man noch nicht, okay. Muss man noch nicht so versuchen. Da kommen noch viel mehr Punkte in den Umlauf. Aber im Allgemeinen bin ich nicht so enttäuscht von Lugia eigentlich. Gab noch nicht viele Kämpfe, wo ich mir echt dachte, okay, den haben wir nur verloren. Weil Himmelsweger nun mehr Energie benötigt, oder? Da wäre mir noch kein Kampf in der Hinsicht aufgefallen oder so. Also ich glaube, mit dem Team kann man noch ein bisschen was machen. Aber ich habe auch, wie lange haben wir die Meisterliga schon wieder? Ich habe immer nur die Kämpfe im Video gemacht. In den vergangenen Tagen. Obwohl man hier mittlerweile auch den vierfachen Sternenstaub aktuell bekommt, sollte ich vielleicht ein bisschen mehr machen. Okay. Das ist schon mal gut. Nein, die Leute spielen noch immer Lugia. Ob wir mal ein Krypto-Lugia sehen werden. Der hat auch hier Best Buddy, also eventuell und vermutlich kein Dialga, aber da wurde ich auch schon heftig, deftig überrascht. Und ja, dann war doch ein Dialga. Obwohl man vorne schon den Boost gesehen hat. So, wir fangen hier den Köder ab. Ihr wisst Bescheid, so machen wir das. Und richtig, genau. Und wir sind aus irgendeinem Grund nicht synchron, weil wir sind ja beide Lugia und das wäre Quatsch, wenn man da irgendwie synchron wäre. Weil meine Attacke ist natürlich eine komplett andere als das gegnerische Lugia. Und Luftstoß, guter Schild. Das war ein sehr schöner Schild. Nun sind wir synchron, auch wenn es nicht danach aussieht. Aber wieso fürchtest du dich so? Die Frage stelle ich mir. Wow, okay. Rayquaza. Die sind heute gut unterwegs. Und da bin ich mit Zacian wirklich top am Start. Okay. Mit Groudon hinten und hier nicht chillen, finde ich kritische Lage. Aber was weiß denn ich schon, Leute? Ich von den Schilden habe ich null Ahnung.
Na wirklich, gar keine Ahnung. Ich hätte schon gedacht, je weiter man raufkommt mit den Punkten, dass da die Leute irgendwann bemerken, dass man schilden muss. Aber offenbar bemerken die Gegner noch nicht, dass man die richtigen Attacken drücken muss. Und von daher kann man einfach nicht schilden, weil niemand die richtige Attacke drückt. Aber ich bin nicht niemand. Ich bin nicht niemand, aber ich muss mich nicht fürchten, denn ich habe wirklich noch keinen Stop eingereicht in meinem Leben. Und eigentlich, ich sage das, als wäre es was Tolles, eigentlich ist es traurig, weil die Leute, die das machen, vor allem die in Ingress, bevor Pokémon Go überhaupt da war, die haben das Fundament gelegt für Pokémon Go. Aber ja, die Giratina vorne, die sind ohne Yveltal schwieriger geworden, weil mit Yveltal, da habe ich ab und an auch mal einen Spukball abfangen können. Aber so eher nicht mehr. Dann kommt wieder Dialga und dann haben wir wieder Probleme. Ja, also, aber dennoch, ich habe noch nie einen Stop eingereicht. Auch nicht, dass ich versuche hier irgendwie bei mir in der Umgebung und Dinge, die gar nicht da sind, dass ich die fake oder einreiche, habe ich nicht. Und ich bin aber froh über alle, die es getan haben, weil andernfalls könnten wir kein Pokémon Go spielen. Okay, so. Den Kampf hatten wir heute schon mal. Den Kampf hatten wir heute schon mal. Was machen wir? Was machen wir? Keine Ahnung, was machen Sachen? Den hatten wir schon mal. Ich habe keinen Vorteil, ich habe einfach nur einen Schild-Nachteil und... So, bitte komm sofort rein. Nö, er wartet. Ach komm. Denn du kannst noch nicht rausgehen. Okay. Alles klar. Giratina. Gegen mein Zacian ohne Knuddler. Denn das Ding gegen mein das Ding. Und er schildert noch korrekt. Und gute Nacht. Tschüssili. Tschüssikowski. Ich glaube, so oft aufgegeben wie heute habe ich... Schon lange nicht mehr in der Meisterliga, aber wirklich nicht. Aber die Niederlagen, die sind alle komplett aussichtslos. Da machst du nix. Da wäre ich mit Yveltal wirklich, ja, viel stabiler dran. Weil wenn er die Alga reinholt, dann schaffe ich einen Fokusstoß. Und was auch immer er reinholt. Na okay, aber egal. Das ist schon mal nicht so schlecht. Da wäre ich mit Knuddler. Na ultra schlecht. Aber wir haben Knuddler nicht. So, die drücken wir mal und dann werde ich noch drin bleiben und dann bei Lugia abfangen. Okay, direkt mal ein Schild. Direkt mal ein Schild. Abgefangen, sehr schön. Mal schauen, welche Attacke. Erdbeben wäre hier mal heftig, aber das wird nicht passieren. Und wieder Dialga, Shiny Dialga, Shiny Ho-Oh war auch am Start. Der hat gut schillernde Pokémon. Und leider habe ich die Senkung. Und er gönnt die Attacke. Hier könnte ich mir vorstellen, weil ich abgeschwächt bin. Und ich die Attacke hier nicht erreiche, dass er runterfarmen kann. Yo, ich glaube. Ah, okay, doch nicht. Aber das wäre vielleicht ein Fall gewesen, wo man das hätte sagen können. Boah, aber nun habe ich keine Ahnung von deiner Energie. Vermutlich warst du davor auf 100. Also ja. Ich werde... Ja, da muss ich schon schilden, weil da waren nicht nur die Feuer-Odem drauf, sondern auch schon Einäschern. Ich mache was Riskantes. Okay. Okay, okay, okay. Sehr gut. Mal schauen. Ich glaube, ich bleibe dann noch drin. Uff. Uff, uff, uff. Okay. Na, geben wir hier noch Energie aus? Vielleicht dachte ich, drücke blind auf Stromstoß? Nein, keine Ahnung. Na und? Das wird knifflig. Das wird wirklich knifflig. Wie weit unten war Zekrom? War Zekrom schon im Gelben? Würde einmal noch Nahkampf reichen? Boah. Ich hoffe, wenn ich nicht schilde, kannst du danach nicht runterfarmen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ja,
Okay. Na, schade. Schade, schade, Schokolade. So, nun farmst, schillest du und farmst runter. Und ich kann mir nicht back-to-back aufbauen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kann ich mir nicht. Wie viel Energie ist? Ich mach noch... Ich mach 7. Na, schauen wir mal. Mhm. Aber die Läuterfeuersenkung, die ist auch immer am Start. Die ist wirklich immer am Start. Ich glaube, ich erreiche die Attacke nicht vor dir. Ja, du bist sowieso nicht im Gelben. Du bist sowieso nicht im Gelben. Autsch. Schade. Ja, das passiert, wenn man bei Graudon nicht chillt und der Gegner dann perfekt runterfarmen kann. Schade. Das war wirklich schade. Aber immerhin mal ein Zekrom. Sehr schön. Verwende nicht mehr so viele Leute. Glaube ich, oder? Habe ich so das Gefühl? Doppelfeuer oder im Hinten drin? Ja. Ne, kann man schon machen. Okay. Das wird schon mal bitter. Das wird wirklich bitter. Aber dann auch überhaupt kein Problem. Ich glaube, es wäre sogar besser, wenn ich so, keine Ahnung, auf 2500 runtergehe. Dann wieder paar andere Pokémon nehmen kann. Und dann, wenn der Fun Cup kommt, dann versuchen wir, dann starten wir. Und dann die letzte Woche Meisterliga, so machen wir das. Glaube ich, das wäre der Plan. Aber nur so ein bisschen mal mit Lugia reingeschmökert. Ich glaube, Lugia hat nicht so ultra hart dadurch gelitten, weil man hier eben sowieso, ihr merkt, wie oft ich den Luftstoß mache, weil man da eher darauf vertraut. Ja, finde ich in Ordnung eigentlich. Dann heute mit Experte auf jeden Fall ohne Spesen nichts gewesen. Die sind aber gut unterwegs. Na, wundert mich ein wenig. Aber in der Führung macht das schon Sinn. In der Führung? Damit gehe ich d'accord. Das ergibt schon Sinn. Sollte ich da eventuell einfach drin bleiben, wenn wir da wissen, da ist hinten immer dies und das und Ananas? Soll ich mal für den Switch kämpfen? Okay. Diesmal ein bisschen anders gemacht. Aber... Läuterfeuer. Ich glaube, Erdbeben wird man hier nie abfangen. Na, denke ich mal. Weil alle Läuterfeuer haben. Nun bin ich im Gelben. Mit ultra vielen Sofortattacken. Bedeutet, ich würde noch ein wenig überleben. Ich gebe dir keinen Schild. Ich gebe dir keinen Schild. Diesmal nicht, Kollege. Diesmal wirklich nicht, Kollege. Und ich überlebe noch mit einem KP. Nein, überlebe ich nicht. Und Niantic Internet habe ich nicht. Mit Niantic Internet hatte ich ja da. Danke, dass ich nicht mit einem KP überlebe. Na gut, dann drücke ich blind, denn du hast auf jeden Fall die Energie. Das war bitter. Das war wirklich bitter. Und wieder ein Fall von Niantic Internet. Boah, what? Wieso magst du mein Pokémon so wenig? Was passiert hier? Nun spiele ich das mal anders und passiert wieder nichts. Okay. Wenn ich Glück habe, kam dieses Einäschern gar nicht mehr an. Doch, kann man. Schade. Schade, Schokolade. Attacke gebunkert. Na und? Na und. Attacke gebunkert und wie machen wir weiter? Eisenschädel. Richtig, wichtig und wichtig. Okay. Naja, die Alga gewinnt den Gleichstand gegen Zacian und ich kann mir vorstellen, dass die Alga eine Attacke gebunkert hat. Aber können wir noch machen? Können wir, glaube ich, noch machen? Können wir, glaube ich, noch machen, oder? Helft mir mal. Ja oder nein? Ja oder nein? Bin auf 100 Energie. Und ich glaube,
man kann Feuerschlag und Abgrundsklinge back-to-back haben, oder? Aber ja, das haben wir auf jeden Fall gewonnen, ja. Ja, so ist das. Okay, das war aber knapp. Das war echt noch knapp, glaube ich. Ho-Oh wollte... Ja. Geht schon in Ordnung, aber mit denen ist echt oft ein Dialga hinten drin. Das kann man sich auf jeden Fall merken. Na gut, dann sind wir in etwa wieder da, wo wir begonnen haben, glaube ich. Passt auf jeden Fall auf, wenn ihr Pokestops einreicht. Lest euch nochmal die Regeln durch. Macht keinen Quatsch. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr nicht gebannt werdet.